Genau wie zuletzt vor 2 Jahren trat der FC Carl Zeiss Jena auch in dieser Winterpause wieder die Reise in die Türkei an. Dass die Region um Antalya auch bei anderen Vereinen hoch im Kurs steht, wurde spätestens am Erfurter Flughafen deutlich, wo der FCC ein Flugzeug bestieg, das kurz zuvor der Ligakonkurrent aus Zwickau verlassen hatte. Angekommen in der Türkei, bezogen die Jenaer Fußballer Quartier in einem der großen Hotels unweit von Antalya. Viele dieser Hotels, in denen sich den Sommer über die Pauschaltouristen tummeln, sind darauf spezialisiert, in den Wintermonaten Trainingscamps für Fußballer und andere Sportler zu organisieren. Einer der Vereine, die schon seit 15 Jahren davon profitieren, ist der FC Carl Zeiss Jena, auch wenn in diesem Jahr die hoteleigenen Trainingsplätze nicht den Vorstellungen von Trainern und Spielern entsprachen. Deswegen hat man kurzfristig umgeplant und ist auf einen nur wenige Kilometer entfernten Trainingsplatz ausgewichen. Und auch mit dem Wetter scheint der FCC Glück zu haben. Auch wenn sich die morgendlichen Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt einpendeln und sich damit kaum von den Werten zu Hause an den Kernbergen unterscheiden dürften. Jena hat im Moment etwas mehr Glück als die Mannschaften, die letzte Woche hier waren oder in den letzten 10 Tagen. Hier gab es einen wirklich sehr starken Sturm vor 10 Tagen und von Tag zu Tag werden die Temperaturen wieder etwas besser. Die Sonne scheint von morgens bis abends 17 Uhr. Also bei Sonnenschein hat Jena dann seine Trainingseinheiten. Die guten Bedingungen im Trainingslager kann der FCC auch bestens gebrauchen. Immerhin gilt es nicht nur 3 neue Spieler in die Mannschaft zu integrieren, sondern für den Rückrundenstart auch den Ausfall einiger gesperrter Spieler zu kompensieren. Der Trainer muss versuchen, eine neue Formation zu finden im Abwehrverbund. Und da hat er hier Möglichkeiten, wird nicht gestört. Und wir werden, denke ich mal, sehen, dass er einige taktische Dinge probiert. Wir haben mit dem Sven Reimann einen neuen Mann für die Defensive. Wir haben vorne 2 Angreifer, die müssen sich aneinander gewöhnen, integrieren. So wird ganz spannend, was wir hier erleben können. Nach den viel diskutierten Entscheidungen gegen René Klingbeil und Sören Eismann im Spiel gegen Auerbach muss Trainer Volkan Uluc vor allem in der Abwehr einiges umstellen. Die bislang so erfolgreiche Viererkette wird sich zumindest für die ersten Spiele neu ordnen und personell verändern müssen. Wir haben natürlich in der Hinrunde das Glück gehabt, dass wir gerade in der Viererkette nicht großartige Umstellungen gebraucht haben. Das wird sich jetzt in der Rückrunde etwas ändern, aber trotzdem werden wir darauf vorbereitet sein und wichtig ist, dass wir das auf mehrere Schultern verteilen. Wir werden natürlich einen René Klingbeil jetzt nicht 1:1 vielleicht ersetzen können und da müssen alle mithelfen, aber ich habe da eigentlich ein positives Feeling. Ein erster Gradmesser vor dem Kampf um die wichtigen Regionalliga-Punkte werden dabei die beiden Testspiele in der Türkei sein. Wie schon vor 2 Jahren trifft der FCC dann wieder auf osteuropäische Vereine. Die kommen diesmal beide aus der ersten Liga und bieten damit eine ideale Gelegenheit, die Fitness und die taktische Cleverness der Jenaer Mannschaft auf den Prüfstand zu stellen. Ja, ich denke, morgen Abend geht es schon, denke ich, zur Sache gegen einen rumänischen Erstligisten. Da sind wir zufrieden und am Freitag spielen wir gegen Budapest. Zurzeit auf der 2. Position in Ungarn. Also 2 wirklich ganz, ganz tolle Testspielgegner und für unsere Mannschaft, auch relativ junge Mannschaft, wird das eine tolle Herausforderung sein. Und ich hoffe, dass wir in beiden Spielen ein gutes Spiel machen, auch unsere Spielidee, unsere Philosophie durchbringen. Und natürlich sind die Erstligisten erstmal Favorit und im Vorteil, aber für uns ist das natürlich eine fantastische und großartige Gelegenheit, uns mit wirklich klasse Mannschaften zu messen. Abseits der sportlichen Vorbereitung gibt es im diesjährigen Trainingslager auch noch einige nicht ganz unwichtige Personalien zu klären. Denn nicht nur bei manchen Spielern, sondern auch bei Trainer Volkan Uluc stehen die finalen Vertragsverhandlungen noch aus. Ich werde ab morgen mit dem einen oder anderen Spieler sprechen, wenn es um ihre Zukunft geht, in der näheren und weiteren Zukunft. Ich werde auch mit dem Trainer das abschließende Gespräch führen über seine Vertragsverlängerung. Und ich denke, ich sehe es relativ entspannt und wir werden noch ein Ergebnis haben. Bis zum ersten Testspiel am Mittwochnachmittag werden die Jenaer Fußballer 3 Trainingseinheiten absolviert haben. Und weil das bei ganz ähnlichen Temperaturen wie zu Hause passiert, bietet auch der Strand keine wirklich verlockende Abwechslung. Die sonst dicht bevölkerten Strände an der türkischen Riviera sind bei einstelligen Plusgraden so gut wie menschenleer.